Mein Name ist Johannes Frenzel. Ich wohne Teschow Dorfstraße 5 und bin der Nachbar von Peter und Ulrike. Mhm. Nehme an ihren Aktivitäten daher zwangsgemäß Regenanteil. Genau. Wie lange wohnt ihr hier schon? 7 Jahre. 7 Jahre. Aha. Das heißt also, du gehörst nicht zu den alteingesessenen Teschowern? Nein. Ich habe 50 Jahre in Lübeck gewohnt. Oh ja. Ich bin eigentlich alt, aber ich bin kein gebürtiger Lübecker. Ich komme aus Schlesien. Ah ja. Aber ich habe 50 Jahre da gewohnt. Ich habe so lange dort gearbeitet als Architekt mit eigenem Büro. Mhm. Und ja, es hat sich dann nachher so ergeben, dass wir nicht 2 Wohnsitze haben wollten, Lübeck hier. Dann haben wir uns für Teschow entschieden, gesagt, da bleiben wir dann. Mhm. Für den Rest unseres Lebens. Mhm. Und wir finden das sehr schön auf diesem Dorf. Es ist eine tolle Gemeinschaft, viele nette Nachbarn. Ja. Und ich finde es auch toll, mit welcher Energie Ulrike und Peter immer so bestimmte Events in Angriff nehmen. Mhm. Wobei das Sommerfest, glaube ich, mehr der Lukas ist, nicht die jungen Leute. Ja, ne? Ja. Gut. Genau. Du sagst, du fühlst dich hier wohl mit der Dorfgemeinschaft. War das leicht, hier Fuß zu fassen und quasi die Kontakte aufzunehmen zu den Alteingesessenen? Das hat sich ganz zwangsläufig so ergeben. Es gibt ja in dem Dorf eine schöne Sitte, das ist der Klönschnack jeden Sonnabend, am ersten Sonnabend am Monat. Früher haben wir das in der alten Schule gemacht, bei Klaus Burin. Der hat das ja verkauft inzwischen. Jetzt machen wir das bei Peter und Ulrike. Und da kann aus dem Dorf immer jeder kommen, wer will. Da sitzt man in einem mehr kleineren oder größeren Kreis und man kann über alle Dinge, die auch das Dorf betreffen, reden. Das ist ganz schön. Kommen da immer nur dieselben paar Leute oder ist das wirklich, hat das eine große Bandbreite? Erreicht man da eigentlich jeden? Schlechte Frage, weil 95% kommen immer dieselben. Ja, ist klar. Aber trotzdem kriegst du dadurch natürlich schon so ein Gefühl für die Stimmung im Dorf, ne? Natürlich, im Teschow ist es so, das habe ich ja nun gelernt, es gibt ungefähr die Hälfte Alteingesessene. Na, ich glaube, der Bürgermeister würde jetzt sagen, die wessig sind in der Überzahl mittlerweile durch Neubau. Wie viele Einwohner hat der schon denn überhaupt? Also als wir herkamen, waren es 55. Und mögen es jetzt 58 sein. Mhm. Und die Älteren, die hier geboren sind oder hier ihr Leben verbracht haben, die sind, finde ich, alles sehr nett, wenn du mit ihnen sprichst und redest und machst. Alles ist toll, wunderbar. Aber sie sind selbst immer sehr ein bisschen mehr zurückhaltender als die. Ja. Weil sie sind aufgeschlossener, so irgendwas anzuhalten. Mhm. Das heißt also, du musst immer auf die zugehen. Du musst den ersten Schritt tun. Ich kaufe bei Willi und Edita altes Urgestein Teschow. Ja. Meine Eier, den ganz aller Eier, die wir essen, mhm, kaufen wir dort. Ja. Und da nimmt man natürlich auch die Chance wahr und kann mit denen ein bisschen reden und zappeln. Ja. Und ja, erfährt auch vieles. Ja. Weil das muss man so auf dem Dorf wissen. Die hier Ansässigen wissen alles, was im Dorf passiert. Sie sind nie immer dabei. Aber sie wissen es. Ist klar. Also ich denke schon, wenn du sagst, du hast vorher 50 Jahre in Lübeck gewohnt, also in einer großen Stadt, ne, und kommst dann jetzt hier seit ein paar Jahren hier raus aufs Dorf, ist ein anderes Leben. Ne? Ja, aber das Dorf entschädigt für vieles. Es ist so, dass wir sehr glücklich über unser Grundstück sind. Das hat Bärbel ausgesucht. Das war ein Zufall, dass wir es gekriegt haben von Pauschälen und so, weil mein Sohn den wieder... Ach, das ist eine andere Geschichte. Mhm. Auf jeden Fall, wir finden unser Grundstück traumhaft schön. Und so zu wohnen, wie wir hier wohnen, hätten wir in der Stadt gar nicht gekonnt, obwohl wir da ein schönes kleines Haus hatten. Aber einen Garten so groß wie eine Stube. Ja. Hier haben wir 7000 Quadratmeter. Ja. Und es ist alles ganz anders.
Und außerdem ist es so, das sage ich dir mal, man ist nicht aus der Welt. Wir wohnen hier im Dorf, aber ich bin fast dreimal die Woche bestimmt in Lübeck. Da fahre ich 20 Minuten hin. Ja. Also die Verbindung zur Stadt ist immer noch da. Also wenn du sagst, du hast jetzt auf einmal 7000 Quadratmeter, das schlägt ja in der Qualität fast um. Ne? Wenn du vorher also so einen Handtuchgarten hattest, das ist jetzt schon fast gar nicht mehr zu bewältigen, oder? Machen wir auch nicht. Unser Grundstück ist zu 90% hier, wo der Hügel da ist, Berbeshaufen. Mhm. Und hier noch ein Stückchen hoch und so schräg rüber alles. Da hinten ist Naturschutz. Ja. Da darf man nichts machen. Der Bauer draußen mäht das zweimal im Jahr. Und dann ist gut. Mhm. Und Peter und Ulrike stellen da hinten irgendeine Musikband hin, die aus Best ist. Ja. Und da gab es beim letzten Mal ein bisschen Trouble, weil die jungen Leute natürlich, für die ist das, sehe ich doch ein, ist das super, wenn sie eine Gelegenheit haben, irgendwo mal richtig zuzuschlagen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es heißt, Hardrock. Ja, kann sehr sein. Sehr laut. Techno. Sehr laut, mit wummernden Bässen. Und da hat sich überhaupt nicht damit aufhören konnten und das bis morgens 3, 4 gemacht haben. Es war so hier in der Nachbarschaft so ein bisschen gebrommelt. Haben wir andere gesagt, das geht nicht. Mich hat es komischerweise am wenigsten gestört. Das Wummern der Bässe hat mich fast in Schlaf gesungen. Oh ja. Also ich habe damit kein Problem, aber Vera zum Beispiel hat gesagt, nein, das geht nicht, das kann ich nicht sagen. Also, aber Peter hat da eine Lösung gefunden, finde ich sehr schön. Das wird im nächsten Jahr anders. Das mit den Kopfhörern? Nein. Wenn das so bleibt, wie es sagt, die Wiese nebenan gehört auch zu Peter, weißt du nicht? Ja, genau. Er wird die Kapelle auf diese Wiese verfrachten, sie in die Ecke hinten ziemlich. Ne? Mhm. Also die da unten war? Wo die bei Bühne uns war. Hier waren, hier, weiß ich, 50 Meter runter auf der Wiese. Ja. Die müssen wandern, das nächste Mal dahin. Ja. Und dann passiert Folgendes. Erstens mal sind sie weiter weg. Und zweitens mal kriegen sie dann Peters Aggregat, Stromaggregat. Ja. Und dann ist die Leistung sehr viel schwächer. Ah. Also so 130 Dezibel kriegen sie dann nicht zustande. Ah, raffiniert. Klug von Peter. Ja. Er sagt, ihr Kabel reicht ja nicht so lange. Ja, eben. Das reicht bis hier zu euch. Ja. Und da können sie volle Power. Und wenn sie da hinten sind, Verlängerungskabel haben wir genug. Aber dann kriegen sie eben ein Aggregat, Generator und dann müssen damit klar. Zwangsläufig wird das ruhiger. Wird das leiser. Ja. Wie hat denn so das Dorf insgesamt darauf reagiert? Hast du das mitgekriegt? Also von Vera hast du ja schon, das wusste ich auch schon vorher, dass die sich besonders gestört gefühlt hat. Wie war das denn bei den anderen? Ja, das ist auch ein Sonderfall. Ein bisschen nicht. Sie ist ja noch im Trauerraum. Ja, klar. Da muss man viele Dinge anders sehen. Da ist sie noch sehr sensibel. Mhm. Ja, ich weiß nicht, Torben hat hier oben auch ein bisschen geblubbert, weil natürlich mit gutem Recht, der hat ja kleine Kinder, ne? Mhm. Und mit Hannah und der hat gesagt, also so 10, 11, die Kinder können da nicht einschlafen. Ja. Und da ist er auch hingegangen und hat ihm gesagt, Jungs, Kind, ich müsste jetzt mal ein bisschen abdrehen. Aber nicht bösartig, aber nett. Ne? Mhm. Sonst weiß ich nicht, Hertha. Und die Hertha hat auch gesagt, mich stört es überhaupt nicht. Ja. Und die Edita und Willi und unser Bürgermeister und so, die, soviel ich weiß, haben auch gesagt, ist alles okay. Mhm. Wunderbar. Warst du auch während der Veranstaltung drüben gewesen? Ja. Ja, das heißt ja also, ich gehe natürlich, wir sind ja geladene Gäste. Ja. Erstens wirst du da sehr gut beköstigt. Ja. Das ist für mich in meinem Alter schon mal ein wichtiger Punkt. Mhm. Und zweitens gibt es ja nun nicht nur Techno und Hardrock. Es gibt zum Beispiel, waren junge Leute da, die haben Klassenmusik gemacht. Die habe ich mir zweimal beide Tage angehört. Superschön. Ja. Superschön. Ich war begeistert. Ja. Und dann kommen die, ist es auch so,
das Fest entsteht ja nicht von einem auf einen Tag. Die brauchen also eine Woche Vorlauf mindestens. Da kommen also so Vortrupps, junge Leute, die das vorbereiten, aufbauen, machen. Und da, in der Zeit wird auch schon Musik. Das ist eben dann eine andere Form. Da ist einer mit Gitarre, dann abends ist so ein bisschen Feierabend. Entweder das Feuer oder nicht. Oder man sitzt da und erzählt und dann kommt er und spielt mit der Gitarre. Das ist schön. Ja, ganz klar. Hast du auch mit einzelnen Leuten vielleicht ein bisschen gesprochen? Mit Teilnehmern, mit Leuten, die da waren? Ja, was heißt gesprochen? Was kann ich reden? Es ist so, dass ich diesen Klezmer-Musikern, wenn sie eine Pause machten und das ergab sich so, dann habe ich ihnen meine Begeisterung mitgeteilt und habe gesagt, wie toll sie das machen und sie sollen um Gottes Willen nicht aufhören. Ja. Ja, aber ansonsten, du sprichst mit jedem, der da rumläuft, irgendwie, wenn es sich ergibt. Genau. Jetzt neben dem reinen Festcharakter und dass da eben sehr viel Musik gemacht wird, passiert ja gerade eben in der Vorbereitung eine Menge Handwerkliches. Die haben da vieles aufgebaut, was dann eben an Infrastruktur da war. Und so wie ich das bisher so aufgefasst habe, soll das ja eine feste Einrichtung werden, die aber die Dorfgemeinschaft gerade als Reaktion darauf, dass einige eben ziemlich sauer über den Krach waren, viel stärker einbeziehen wollen in der Zukunft. Ja, das können die doch gerne machen. Es ist ja so ganz ohne, es sind immer welche aus dem Dorf, der Dom kommt, von Lukas die Jungs kommen, Olli hat, ist gekommen und hat dafür gesorgt, dass ein Wildschwein am Grill mal war, erstmal so. Ja, Olli, genau. Dann kommt er auch und dann so, sie kommt schon. Ja, das ist dann die Erb für die Alten, ist das, ich glaube einfach mal, nicht so sehr interessant. Und sie fühlen sich, und möglicherweise könnte es sein, das ist aber nur ein Gefühl von mir, fühlen sie sich unter so vielen jungen Studenten und so nicht so richtig wohl. Die haben andere, wenn die feiern, wenn sie erzählen, wenn sie ihren Geburtstag feiern. Nee, kann ich gut nachvollziehen. Fällt völlig anders aus. Ja, ich wollte eigentlich gedanklich noch einen Schritt weiter gehen und sagen, also dieses Fest kann ein Anlass sein, dass man sich überhaupt erstmal kennenlernt, aber so wie sich das schon bei dem Aufbau gezeigt hat, dass da einfach sehr viel Arbeitskraft versammelt ist, vielleicht könnte das ja auch künftig dem Dorf als Ganzen zugutekommen. Also nicht nur vor Ort auf dem Gelände von Peter und Ulrike, sondern vielleicht kann man ja, gibt es irgendwelche Wünsche in der Dorfgemeinschaft, die sich nicht realisieren lassen, weil nicht genug Arbeitskraft da ist, wo man also mal irgendwie sagt, wir machen mal eine Woche irgendwie so ein, nicht? Wir haben unseren Allrounder hier, Torben. Klar. Der alles kann und alles macht, und wenn einer im Dorf etwas machen will, was irgendwie in seinen Bereich Tischler, Zimmerer, Maurer, Elektriker, Dachdecker, Klempner und reinfällt, dann geht er zu Torben und dann sagt Torben, okay, ich komme, mach das. Ja, okay. Also da ist dann gar kein Bedarf da, von außen noch Hilfe zu kriegen. Du musst es auch mal so sehen. Oder so sehe ich das. Die Leute, die hier in der doppelt abgeschirmten Zone, das war ja nicht nur Sperrgebiet, es war doppeltes Sperrgebiet. Also es war so, als wenn du im Zuchthaus sitzt, ja, in Guantanamo. Diese Leute sind gewohnt, über die Jahre, 40 Jahre, die sie hier waren, alles, was für sie dringend erledigt werden muss, meist soweit es geht, allein zu machen. Die sind alle selbstständig. Die sind nicht nur alle, dass sie sich mit Essen und Vieh und Schweinen und Schafen und Hühnern und Tauben und Kaninchen versorgt haben. Die konnten auch konnten die Ställe selber bauen und alles sowas. Das halt ist so. Also die sind, glaube ich, nicht angewiesen, dass irgendjemand so, dass man so sagt, Nachbarschaftshilfe oder so etwas. Das gibt's auch. Da kann ich eine nette Geschichte erzählen. Ich gehe zu einem bestimmten Friseurin in Schönberg, Antje. Die wohnen in Dassow, auch so im Dorf. Also größer als dies hier. Und das sind aber so richtige Dassow. Und die haben da ein
Sie ist um die 30, Mutter von zwei Kindern, der Mann ist Besamer vom Beruf. Und sie haben auch Weide und haben auch Angusrinder da, die sie züchten und. Nur haben sie aber vor kurzer Zeit ein altes Haus gekauft und sanieren das. Und als ich das letzte Mal da war, war so schlechtes Wetter, da hat sie mir erzählt, Gott sei Dank ist heute ein ruhiger Tag. Meine ganzen Handwerker im Haus werden aufatmen. Die haben nur die letzte Zeit immer im Nieselregen gearbeitet, wie die Verrückten und so. Und dann erzählt sie das, das ist Petters Katze. Mhm. Dann erzählt sie das und da stellt sich's raus, ihre ganzen Handwerker sind alles ihre Nachbarn, die ihn mit ihnen zusammen dieses Haus sanieren, ohne einen Pfennig Lohn oder was zu erwarten. Aus reiner Nachbarschaftshilfe. Ich bin fast vom Hocker gefallen. Toll. Ja, ich habe zu Bärbe gesagt. Siehst du, nicht alles ist verkehrt auf dieser Welt. Nein, natürlich. Manche Dinge sind so bewundernswert, dass sie schon rausragen wieder nicht. Wunderbar. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Hast du noch irgendeine Idee? Ansonsten haben wir es, glaube ich, geschafft. Genau. Nein, ich wünsche, dass wir das wieder in diesem Jahr, dass sie das ruhig wieder machen, Peter Ulrike. Ja. Alles wunderbar. Ich habe keine große Kritik anzumelden. Wunderbar. Ist mir egal. Also ich sehe ein, dass es Leute gibt, also wenn du hier mit 150, 140 Dezibel Musik machst, ja, dann schallt das ganz schön, dann kann schon der eine oder andere Leute sich betroffen fühlen. Und wenn die dann sagen, ich kann nicht schlafen nachts. Ja. Dann müssen wir den Jungs eben sagen, hört mal zu, um 12 oder um 1 ist Schluss, dann ist Nachtruhe. Oder sie machen es so, wie Peter sagt, wir verbannen sie in die Ecke. Mhm. Dann können sie nur noch leise rocken. Ja, alles klar. Auch möglich. Aber ansonsten finde ich es alles toll. Finde es bewundernswert. Besonders von Peter auch, dass er sein Grundstück da so ausstattet mit diesen ganzen kleinen Klohäuschen, ja, mit der Bühne und dem Ganzen, ja, und dem Tibi. Also was der Mann hat, ist so ein kreativer Typ. Das kann man gar nicht fassen. Ja, das finde ich toll, nicht? Ja, er gut. Er könnte ja auch einfach kommen und sagen, na gut, ich habe das von meinen Eltern wieder alles übernommen. Ja. Ich lasse das alles sausen, verpachte alles und lasse lieben Gott einen guten Mann sein. Macht er aber nicht. Mhm. Er hat dauernd irgendwas im Kopf. Und das ist schön. Ja. Ich freue mich über diese Nachbarn besonders. Nein, ich freue mich natürlich auch über Torben, über Vera, über Hertha und alle, die hier oben. Wir waren hier oben, ja, nicht, wo wir unseren Honig kaufen. Mhm. Das ist alles hier oben. Und wir fühlen uns hier sehr wohl. Ja, gut. Ganz herzlichen Dank. Ja, bitte, dafür nicht. Das habe ich gern. Kann auch jeder wissen.